Warum spiele ich sowas? Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier zu einem Spiel, was I Don't Even Know heißt. Da geht es darum, dass man, also man kann halt einfach, wenn man dann ich habe keine Ahnung, um was es geht eigentlich. Wir klicken mal einfach auf Play, ja. 3, 2, 1. Ach so, 3, 2, 1 ist nice. 3, 2, 1. So, 3, 2, 9. Nicht witzig? Okay. Which man stole the cookie? No, it's me. I ain't have arms. I am a cookie. Myself is not man. Okay, er sagt, er ist kein Mann, er sagt, er hat keine Arme und er sagt, er ist kein Keks. Oh shit. Nehme ich dich. Next Mission. Ach, wir haben immer eine Mission. Was ist das für ein Spiel? Das ist so einfach. Cover his nude. Drag. Der hat einfach so ein Butter rumweg, Alter. Drag me quickness. Boss defeat. Defeat Mr. Clown. Ja. Warum spiele ich sowas? What light are hotter? Hotter. Hätte auch immer diese absichtlich dummen Rechtschreibfehler. What light are hotter? Wow. Nein! Es geht nicht! Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, ich mache irgendwas falsch in diesem Spiel, oder? Ich kann den ganzen Shit da einfach reinwerfen. Next Mission. Auch schon wieder geschafft. Ich stehe immer schon da. Als ob ich jetzt hier einfach alles durchsuchen muss. There he is. Ist dort jemand? Klingel, klingel. Hallo, hallo. Klingel, klingel, klingel. Hallo. Ist jemand zu Hause? Klingel. Ding dong. Yes. Who is the life of the party? Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. Oh, next mission. Dance show. I have to do anything. Ah, hier, dance mal schön ab, Freunde, hier jetzt. Und next mission. Okay, was müssen wir jetzt machen? Enjoy my surround sounds. Ich wünsche es mir ganz toll, dass ich mein ein und Freunde, ich verstehe das Spiel nicht. Wir spielen irgendwas anderes jetzt noch dazu. Oh, Zucker. Zucker. Go into that thing. Nein, nein, da kommt noch nichts rein. Zucker, komm, komm. Zucker, du musst nur da ein wenig da rein in das. Und dann haben wir eventuell gleich 100 drin, wenn das Ganze dann noch weiter. Und jetzt haben wir gleich und jeden Moment. Und da haben wir, zack, haben wir 100. Und was machen wir jetzt? Und jetzt geht's weiter oder wie? Ach, da oben kommt der Zucker raus. Ja, dann haben wir doch hier. Auf jeden Fall kann ich ja schon mal abwarten, bis wir hier einfach die 100 drin haben. Und dann haben wir es auch. Dann ist er sofort fertig. Dann machen wir das jetzt mal über zwei Ebenen. Dann ist das auf jeden Fall auch schon wieder ein Spiel, wo ich sagen muss, dass ich richtig froh bin, dass ich das auf jeden Fall noch in die Folge mit drangenommen habe. Weil ich finde, solche Spiele sollten halt einfach gewürdigt werden. Ein Spiel ist so super programmiert. Ich meine einfach, die Story ist so unschlagbar. Es gibt nichts, was irgendwas an dieser Story aussetzen könnte, weil es einfach so unfassbar, was ich habe verkackt, Alter. Ja, mit dem Roten, da habe ich gleich alles. Ach, das muss auch einmal hier durchlaufen sogar. Ich Vollidiot. Ja gut, dann mache ich mal eben Reset. Dann lassen wir das einmal hier durchlaufen, den ganzen Zucker. So, dann fließt er nämlich, warte, ich mache jetzt auch mal hier so ein Doppelding. Und dann trennt er sich nämlich hier gleich. Ich mache jetzt was ganz, ganz krasses hier. Schaut euch das mal an. Also wenn das nicht stark ist, guck mal, der Zucker trennt sich, da muss ich jetzt nur hier unten so ein bisschen, wie dumm, ich hätte den auch hier oben lesen. Oh. Schaut mal, ganz easy going, der rote ist schon leer und der, also ist schon voll mit Zucker und der weiß jetzt auch, da mache ich noch eben schnell ein Level und dann war es das mit diesem Video und es tut mir leid, dass ich dieses Video heute gemacht habe, ey, das tut mir richtig leid. Ich warte aber erstmal, bis der hier oben fertig ist, das ist er nämlich genau jetzt, dann kann ich nämlich das hier schon mal wieder wegpacken, dann warte ich, bis der hier unten fertig ist und dann mache ich hier nämlich sowas gleich. So, zack, perfekt. Das muss jetzt nur noch irgendwie da runterkommen alles. So, nice, Freunde. Wir haben das Level auch geschafft. Es tut mir ehrlich gesagt richtig leid, dass ich dieses Video gemacht habe. Ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache ein Video, wo ich einfach, wenn ich in Hamburg bin oder so, dann irgendwie, ich bin bei der FIFA EA Dings, war ich vor zwei, was laber ich hier schon wieder? Ich bin halt gerade wieder am Vorproduzieren und entweder habe ich mir gedacht, ich mache dann spontan ein Real-Life-Video oder ich mache jetzt so Gaming und ich finde, zu meinem Kanal passt besser Gaming, deswegen, oh, guck mal, das kann ich doch hier eben schnell machen, dann machen wir das auch noch eben schnell nebenbei, während ich hier labere. Dann habe ich mir gedacht, ich spiele einfach dieses Spiel und ich dachte, man könnte der mehr machen. Ich dachte, das wäre so wie bei diesem Warnung brutales Spiel, dass es da so ein paar Möglichkeiten gibt, bei diesem Whack Your Boss oder so hieß das ja.
Deswegen, das war ein bisschen traurig, dass man da nicht so viel machen konnte, aber naja. Alter, guck mal, ich kann hier so Disco machen. Hup, hup. Flieg runter, hoch. Ey, ich will das gar nicht mehr spielen. Jedenfalls habe ich dann gedacht, ich mache dann einfach diese beiden Spiele. Tut mir leid, war ein bisschen komisch jetzt. Wenn es euch vielleicht trotzdem gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Wir sehen uns morgen wieder, hoffentlich, wenn ich schaffe, dort ein Video zu machen. Tschüss.